In diesem Video erfährst du, wie du mit einer 360-Grad-Brille virtuell in ein Erlebnis eintauchen und es in 360 Grad als Video genießen kannst. Dafür benötigst du deine 360-Grad-Brille, ein aktuelles Smartphone sowie eine stabile und schnelle Internetverbindung. Lade dir zunächst die YouTube-App auf dein Smartphone. Wenn du ein Android-Telefon nutzt, ist die App bereits vorinstalliert. Hier solltest du lediglich darauf achten, dass die YouTube-App auf dem aktuellen Stand ist, damit du 360-Grad-Videos abspielen kannst. Suche als nächstes in der App den MyDays YouTube-Kanal. Dafür gibst du einfach über das Lupensymbol MyDays in die Suchzeile ein und öffnest den Kanal. Scrolle nach unten und wähle dein 360-Grad-Video aus. Öffne das Video zu dem Erlebnis, das du dir in 360 Grad ansehen möchtest, und drehe dein Smartphone so, dass sich der Vollbildmodus aktiviert. Das Video kannst du zunächst stoppen. Nun ziehst du die Schiene aus der VR-Brille heraus und klemmst dein Smartphone mit dem Bildschirm nach oben hinein. Dafür musst du eventuell deine Schutzhülle abnehmen. Als nächstes drückst du auf Play und aktivierst über das Icon unten rechts den Modus für die Ansicht mit einer 360-Grad-Brille. Du siehst nun, dass der Bildschirm in eine rechte und eine linke Hälfte geteilt ist und auf beiden Seiten das Video läuft. Der Strich in der Mitte des Bildschirms muss bündig mit der Mittenmarkierung auf der Schiene abschließen. Nun heißt es, Schiene zurück in die VR-Brille schieben, aufsetzen und virtuell ins Erlebnis eintauchen. Für ein optimales 360-Grad-Erlebnis kannst du mit den Schiebereglern an der Oberseite der Brille den passenden Augenabstand sowie die Brennweite einstellen. Wir wünschen dir viel Freude beim 360-Grad-Erlebnis.